Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott. Und heute fange ich mal mit einem Aufbauvideo an von einem kleinen, etwas größeren Set. Und zwar habe ich hier Funhole. Die Nummer FH 9001 mit 2097 Teilen, 8 Jahre plus und Beleuchtung. Mehr dazu nach dem Intro. So, das ist der Karton. So sieht das Ganze von vorne aus. Er ist recht schwer. Das Ganze von hinten. Und wir sehen, der hat eine Beleuchtung. Oben, unten, links, rechts ist nicht viel zu sehen. Allerdings habe ich dieses Set gebraucht gekauft. Weil gebrauchte Steine sind die besseren Steine. Ich habe da noch nicht weiter reingeguckt und ich hoffe aber, dass er vollständig ist. Davon gehe ich dann hier aus. Und dann machen wir es gute Stimme auf. So. Als erstes sehe ich hier eine Grundplatte. Sonst habe ich nichts, habe ich eine Müllbeutel mehr. So. Diese Sachen werde ich alle wieder runternehmen, weil ich dann wirklich von Anfang an baue, damit ich auch sicher bin, dass es richtig ist. Genau wie das hier. Schöne kleine Angriffspunkte. Sieht gut aus. So. Dann habe ich hier ein Tütchen. Tütchen. Drei Tütchen, vier Tütchen. Dann habe ich hier ein Buch. Dann haben wir eine Karte, Umschlag, eine Pinzette. Noch ein Lernumschlag. Einen Umschlag mit was drin. Das sieht noch original so aus. Und hier haben wir dann, ich würde sagen, die Lichtleiter. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Und sonst ist hier nichts weiter drin. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Platz. So. Die Teile kommen mir gar nicht so viel vor. Mein Gott. Wie gesagt, der hier ist anscheinend leer. Der ist auch leer, dann tun wir den schon mal da rein. Und diese Karte, legen wir dabei. Was sollte denn hier drin sein? Eine Pinzette. Hier ist noch Vakuum drauf. Der war auch noch nicht offen. Ja, hier würde ich sagen, das ist die Batteriebox. Mit
USB-Anschluss auf der einen Seite und ein On-Off-Schalter. Ah, hier sind Lampen dran. Hier sind auch Lampen dran. Hier auch, also mal alles verschiedene. Hier sind Steine mit Kabel drin und Lampen. Der ist leer. Der ist auch leer. Und der ist leer. Ja, vielleicht finde ich ja hier irgendwo drin, aber ich mal gucken. So, dann würde ich sagen, tue ich mal die. Ja, die leeren erstmal hier rein. Und die vollen hier oben hin. Mit der Batteriebox. So, das tun wir gleich weg. Ja. Dann habe ich die Anleitung, da ist noch eine Tüte. Also die Anleitung sieht, wenn ich ehrlich bin, nur auf den ersten paar Seiten. Oh. Eine Tapete. Da wusste ich bei Fanol nicht, ob die Prints oder Sticker haben. Na gut, eine Tapete. Ach so. So sieht sie aus. Ah, hier ist alles in Englisch. Die Maße 25,7 cm mal 20,8 cm. Ah ja, hier sind die Lichtpakete, 4 Stück aufgeschlüsselt. Okay. Teile drin, vielleicht sind dabei, mal gucken. Hier wird der Teil drin beschrieben. Und hier wird geschrieben, wie der Bauschritt 1 abläuft. Ich sag mal, ich glaube, falls so weit ist er noch gar nicht gekommen. Hat dann auch gegeben. Ah, hier ist Knick drin. 25%, dann sagt er, wie weit man ist. Ja, dann würde ich sagen, ach so, wir haben insgesamt keine Seitenzahl, sehe ich zumindest keine. Hier sehe ich 352 Bauschritte. Weiß ich nur nicht, sind die durchgehend? Ja, sieht so aus. Ja. Dann würde ich sagen, ich tue mir die Tüten mal ein bisschen sortieren. Scheint nichts drauf zu stehen, ne? Und dann melde ich mich gleich wieder. Okay. So. Ich habe mir mal eine Tüte ausgeschüttet und habe dann gesehen, dass das Ganze halt nur relativ grob zerlegt ist. Das heißt, hier sind die Fliesen drauf. Muss man dann erstmal wirklich Stück für Stück zerlegen und ja, sortieren, bevor ich hier wieder anfangen kann. Vielleicht ist es ja sogar ein bisschen sortiert, ich weiß es nicht. Aber das dauert jetzt erstmal auf jeden Fall zu länger. So, ich habe mir jetzt die erste Tüte sortiert, das heißt, ich habe alle Teile komplett zerlegt. Und grob vorsortiert nach Größe. Was ich jetzt schon mal sagen kann, die Teile lassen sich wunderbar lösen und klemmen schon auch ganz gut.
Die Oberflächen sehen auch sehr, sehr gut aus. Ich werde die aber zwischenverpacken müssen und mir erstmal die anderen Tüten anschauen, weil 2100 Teile am Tisch, anders geht es ja nicht, ne? Aber bis jetzt bin ich ganz zuversichtlich. Es sind auch einige große Teile, also jo, schauen wir mal. Also erstmal zerlegen, bevor der auch. So, das Zerlegen und Sortieren hat ein bisschen länger gedauert, aber ich fange jetzt bei Null an und damit fängt der Spaß an. Und ich schaue mal, wie weit ich jetzt erstmal komme und wie es vorwärts geht. Und dann kriege ich dann nochmal wieder ein Update. So, jetzt bin ich bei Bauschritt 10. Ist nicht weit, ich weiß. Ja, soweit bin ich. Und jetzt habe ich festgestellt, dass der liebe Vorbesitzer so nett war und diese vier Tüten in keinster Weise gruppiert hatte. Das heißt, ich musste, wo ich da die eine hatte, dahin tun, dahin tun. Deswegen habe ich jetzt schon wieder ein bisschen neu sortiert und gemacht. Es wird ein bisschen spannender werden, die Aufgabe. Ja, ein bisschen längerfristig. Aber weil ich ja alles nochmal sortieren muss nach großen, nach kleinen. Ich hätte sie bis jetzt nach Sorten sortiert, also 1er, 2er, 3er, 4er, 5er. Jetzt habe ich sie nochmal unterschieden zwischen Plates und Bricks, um halt eine hier die Treppe brauchte ich, diese schrägen. Aber ich habe sie. Und ich meine, spannend ist eine gute Aufgabe, es geht weiter. Bin mal gespannt, wohin sie mich führt. Okay. So, winke, winke. Ich habe Bauabschnitt 1 geschafft. Ist natürlich eine etwas Sucherei, aber gut. Ja, die Gartenanlage ist fertig. Die ersten Lampen sind verbaut. Hier hinten kämen jetzt noch Gemüse rein, das da eben mal rausfällt, meistens später so. Und jetzt fangen wir mit dem ersten Etage an, aber das habe ich schon alles gefunden und aufgebaut. Das ist schon mal gut. Jedes Teil ist da. So, ich bin jetzt bei Bauschritt 58 und habe jetzt quasi die Bodenplatte fertig gemacht mit Keller, Eingang würde ich sagen. Alles komplett gefliest. Die Fliesen gehen wunderbar drauf. Eine wunderbare Qualität. Hier ist das so ein bisschen komisch, aber okay. Ja, die Teilesucherei dauert ein bisschen, aber es macht Spaß. Ich melde mich mal wieder, wenn die ersten Mäuerchen stehen. So, ihr seht mal, Tag und das Glück. Ich bin jetzt bei Schritt Nummer 146. Bin jetzt soweit. Ja. Das heißt, wir haben hier schon mal eine vollständige Küche, ein Wohnzimmer, ein Bücherregal. WC und eine Falltür. So, und genoppte Seiten. Wände und ein Stuhl ist mir gerade runtergefallen. So, das so viel zum Video Nummer 1 von 2. Ich mache da einen Zweiteiler daraus, weil es wirklich längerfristig dauert, dass ich die Sachen hier alle suche und finde. Und ich muss ja auch Videos produzieren, deswegen ein Zweiteiler. Kommt dann an 2 Tagen. Aber ja, es macht Spaß. Es ist nur ein bisschen
Ne? Suchen, suchen, suchen. Alles klar. Nichts verlieren, das ist wichtig. So, damit sage ich danke fürs Schauen vom ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es gibt ein Funhole-Aufbau-Video Nummer 2. Das kommt dann für euch einen Tag später. Und ich hoffe, ihr lasst mir mal einen Kommentar drunter, wie euch das gefallen hat. Es ist jetzt mal wieder ein größeres Set. Ich habe viele kleine Sets gebaut, jetzt mal ein größeres Set. Oder bin dabei. Ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, aber lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ein Abo wäre auch sehr schön. Und ansonsten bestelle ich einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Video. Ciao!